Kapitel 13. Kurz vor Anbruch der Morgendämmerung wurde ich von Andromache aus dem Schlaf geschüttelt. Wir stiegen über die anderen beiden schlafenden Prinzessinnen und ihre Dienerinnen hinweg. Die Fackeln in der Palasthalle waren heruntergebrannt. Der Duft von Lampenöl und altem Rauch füllte die Gänge. Wir wichen in tiefem Schlaf versunken kleinen Sklaven und Soldaten aus, deren Dienst zu Ende war. Einige waren in Felle gewickelt, andere in Wolldecken, noch andere in Ochsenhäute. Der Rest hatte sich einfach wie Hunde auf dem Boden zusammengerollt. Andromache lief durch eine Halle, dann eine Treppe hoch und durch eine weitere Halle. »Da das Palladium dem Himmel nicht versteckt werden darf«, flüsterte sie, »darf der Tempel kein Dach haben, und wer dort betet, darf sich nicht verdecken. Niemand darf einen Schal, Schleier oder Turban tragen.« Ich zuckte vor Angst zusammen. Andromache streichelte meine Schulter. Sie schlüpfte in ein Nebenzimmer, blieb einige Minuten verschwunden und tauchte dann mit dem seltsamsten Gegenstand wieder auf, den ich je gesehen hatte. Ich war ein Kopf ohne Haare, und das hier waren Haare ohne Kopf. Sie hielt sie mir hin, aber ich wich zurück. »Das wird Perücke genannt«, flüsterte sie. »Sie werden aus den Haaren von jungen Sklavinnen hergestellt. Sie gehört der Mutter eines der Prinzen. Die Arme hat eine Glatze, was doch eigentlich nur alten Männern passiert. Es gilt als große Schande, vor allem hier in Troja, und deshalb hat ihre Tochter für sie Perücken herstellen lassen. Mach dir keine Sorge, das hier ist nicht ihre einzige, und ich bringe sie auf jeden Fall zurück, ehe sie ihr Fehlen bemerkt.« Ich schob den Turban unter mein Gewand, unter meine Schärpe, wo er der Meduse Gesellschaft leisten konnte. Die Haare der Perücke waren schwarz und glänzend, und ich fühlte mich darunter sicher. Meine Haarstoppeln aber richteten sich auf und versuchten, die Perücke aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wir verließen den Palast und traten hinaus in das rosa Zwielicht, das dem Sonnenaufgang vorausgeht. Wir stiegen auf sehr hohe Stufen zum nördlichen Vorgebirge hinauf. Jede Stufe war eine Anstrengung, die das Herz angriff. Als wir den Tempel der Athene erreicht hatten, keuchten wir beide. Es war ein schmales, elegantes Gebäude. Die Pfeiler waren so schlank wie die Arme einer Göttin. Der endlose Wind Trojas sang zwischen den Pfeilern und an den Balken, und der Tempel murmelte vor sich hin. Wir betraten einen Vorraum, wo eine verschlafene Priesterin jeder von uns ein Opfergefäß reichte. Wie oft hatte Petra einer dieser zarten, eleganten Vasen in der rechten Hand gehalten und der Göttin dargeboten, während die Finger ihrer linken Hand das Loch im Boden zuhielten. Mit gemessenen Schritten und gesenktem Kopf hatte Petra sich ihrem Altar genähert. Ihre Dienerinnen trugen Blumen, ein Diener die Flamme. Und doch hatten die Gottheiten Petra beim Angriff der Piraten nicht beschützt. »Wie könnt ihr es wagen?«, fragte ich diese Götter. »Wie könnt ihr heiliges Öl und ihre Verehrung annehmen? Wie könnt ihr überhaupt irgendwelche Opfergaben des Lebens annehmen? Obst und Blumen, Blut und Flammen und dann das Geschenk in der Stunde der Not nicht vergelten? Wie könnt ihr es wagen?« Der kalte Wind beugte sich über mich und murmelte eine Mitteilung dieser Gottheiten. »Du wirst uns nie verstehen. Versuch es also gar nicht erst.« Ich streckte meine Hand mit dem Opfergefäß so weit aus, wie ich nur konnte, und murmelte meine Gebete. Dann zog ich meinen Finger von dem winzigen Loch zurück und ließ das heilige Öl Tropfen für Tropfen fallen. So wie einst ein kleines Mädchen entsetzt einen erstarrten Jungen auf einem fremden Hof gemustert hatte, so entsetzt musterte ich jetzt die Göttin. Ihr Felsengefängnis wies glänzend schwarze Absätze auf, Kanten aus schwarzem Narbengewebe und Pockenspuren der schwarzen Pest. Ich konnte sehen, wo der Kopf um Freiheit kämpfte, wo die Arme mit dem Zugriff des Steins rangen. Es war ein Versuch gemacht worden, die gefangene Göttin zu besänftigen. Ein Speer war dort festgebunden, wo ihre rechte Hand eines Tages vielleicht aus dem Felsen hervorstoßen würde. Schließlich ist Athene eine Kriegerin. Dort, wo drei Steinfinger halbwegs zum Vorschein gekommen waren, war ein goldener Spinnrocken befestigt. Denn Athene ist eine Spinnerin. »Geh nicht näher ran«, flüsterte Andromache. Aber das hätte ich niemals getan. Die Priesterin nahm die leeren Opfergefäße an sich und wir streckten die Hände aus, wie um die Knie zu umarmen, die nicht da waren. Dann gingen wir rückwärts hinaus. Ich wusste, dass Kassandra sich geirrt hatte. Nicht einmal der Lärm von Helenas Namen würde Trojas Tore zum Einstürzen bringen. Kein Feind konnte Troja einnehmen. Diese Göttin hier war so viel stärker als meine Göttin von gestern. Niemand konnte diesen heiligen Hügel entweihen. Die Ställe waren ungeheuer groß. Es gab Scheunen für Heu und Hafer, es gab Gehege für Fohlen und Stuten, Trainingsarenen für die jungen Pferde und Abstellräume für die Wagen, in denen die Räder vorsichtig an eine und die zusammengeklappten Wagen an eine andere Wand gelehnt waren. König Priamos Pferde hatten ein besseres Leben als die meisten Bauern.
Hektors Pferde heißen Gold, Weißfuß, Windstoß und Silberpfeil, sagte Andromache. Ich komme fast jeden Tag her und sie fressen mir aus der Hand. Ich hätte Andromache ebenfalls aus der Hand gefressen. Kaum hatten wir den Tempel verlassen, da zog sie mich in eine Ecke, die das Sonnenlicht noch nicht erreicht hatte, zog ein Tuch hervor und wand es um meine Perücke und mein Kinn, damit der Wind mir die gestohlenen Haare nicht rauben konnte. Ich sah vermutlich ganz normal aus, nur mit dunklen Haaren statt mit roten. Wir standen jetzt unterhalb der Zitadelle, weit vor den ersten beiden Palisadenzäunen. Trockenes Weideland streckte sich weit hin, dann wurde der Boden sumpfig und grün und überall waren Schilf, Riedgras und Pferde zu sehen. Hunderte von Pferden standen bis zum Bauch im Marschgras und grasten zwischen Weiden und jungen Ulmen, zwischen Dornsträuchern und Tamaristen. Ich hatte diese Ebenen bisher für langweilig gehalten. Jetzt traten mir angesichts der Schönheit von wilden Pferden und hohem Gras die Tränen in die Augen. Ein silberner Fluss strebte dem Meer entgegen, wie ein zwischen Steinen gefangenes Echo. »Der Skamander«, erklärte Andromache, »wenn unser erster Sohn geboren wird, wird Hektor ihm den Namen dieses heiligen Flusses geben, Skamandros.« Ich beneidete sie so sehr. Sie wusste, dass sie geliebt wurde, dass sie einen Palast und Söhne haben und die erste aller Frauen in Troja sein würde. »Ich werde auch bald eine Frau sein«, dachte ich. »Ich glaube, ich bin jetzt 13. Ich wurde am Ende eines Sommers geboren und der Sommer ist zu Ende. Im Grunde ist auch der Herbst fast vorbei.« »Oh, sieh nur«, rief Andromache, »Hektor reitet auf Silberpfeil.« Ich hatte Wagenrennen gesehen, diese wundervollen Vorführungen von Geschwindigkeit und Kraft und Mut, den Wagenlenker in seinen Rennfarben, den Hengst mit seiner geflochtenen Mähne. Aber jetzt sah ich zum ersten Mal einen Mann, der auf einem Pferderücken ritt. Auf einem Esel oder Maultier zu reiten, bedeutet einfach eine langsame, schwerfällige Art, irgendwo hinzugelangen, ohne die Beine zu benutzen. Aber das Reiten auf einem Pferd bedeutete Eleganz. »Hektors Pferde stammen von keinem Hengst ab«, erzählte Andromache. »Seine Pferde wurden vom Wind gezeugt.« Ich musste zittern. Eine Stute allein auf einer Wiese und der Hauch eines Gottes schenkt ihr ein Fohlen. Aber ganz Troja war schließlich von den Göttern begünstigt. Hektor war nicht allein. Ein Freund ritt zusammen mit ihm und ich staunte darüber, dass eine so seltene und elegante Kunst wie das Reiten für Hektor nur ein Spiel war, wie eine Ballpartie. Hektors Haare hingen in langen, ungepflegten Locken nach unten und sein schwarzer Bart war durch den starken Wind jetzt noch zerzauster. Er sah aus wie ein Stück Bergwald, das sein Gott auf die Erde geworfen hat. Sein Freund, der noch zu jung für einen Bart war, hatte sich die Locken durch die goldenen Ringe einer Mütze gezogen. Die Ringe tanzten auf seinem Rücken. Beide Männer trugen zum Schutz vor der kühlen Dämmerung schwere Umhänge und geteilte Kittel, die jedes Bein getrennt umhüllten. Als Hektor und sein Freund von ihren Pferden gesprungen waren, konnte ich mich nicht bremsen. »Ach Herr, bitte, würdest du mich auch reiten lassen? Darf ich dasselbe tun wie du? Darf ich auf deinem breitrückigen Pferd sitzen und wie der Wind davonjagen? Ach Herr!« »Mädchen reiten nicht, Callisto«, kicherte Andromache. »Die meisten Männer übrigens auch nicht. Hektor und Eunüs wollen nur protzen.« »Wir sind wirklich von unserer neuesten Prinzessin beeindruckt«, sagte Hektor grinsend. Sein Grinsen wurde von seinem wilden Bart größtenteils versteckt. »Ich bin Hektor, Callisto, und das ist mein Freund, der König von Lemnos.« Lemnos ist eine große Insel in der Ägäis im Nordwesten von Troja. Wir waren nicht daran vorbeigesegelt. Ich wusste nichts über seine Adelsfamilien. Ich verbeugte mich vor dem jungen König. »Er heißt Eunöes«, sagte Hektor. »Er ist der Sohn von Jason von der Argo.« »Wir standen hier also vor dem Sohn des Jason?« Ich interessierte mich nicht einmal für die von Göttern gezeugten Pferde. »Und habt ihr es noch?« rief ich. »Das goldene Vlies? Und habt ihr das Schiff noch? Bist du darauf nach Troja gekommen, auf der Argo? Und bist du so weit gen Osten gereist wie dein Vater? Hast du das gesamte zweite Meer und ein Stück des dritten befahren, das das Schwarze genannt wird?« Eunoes lachte. »Und was möchtest du lieber, meine Prinzessin? Fragen stellen oder reiten?« »Wir können doch beides«, sagte ich rasch. »Du hast eine schöne Stute«, teilte ich dem Sohn des Jason mit. »Wie heißt sie? Ist sie wirklich stark genug, um dich zu tragen? Gehört sie zu Hektors göttergesandten Pferden? Ich hatte mir vorgestellt, dass ein König auf einem Hengst reiten würde.« »Sie heißt Taube«, sagte der König von Lemnos, »weil sie weiß und grau ist. Hengste sind oft schwer zu beherrschen. Zum Vergnügen reitet man besser auf einer Stute.« »Habt ihr das goldene Vlies noch?« »Das goldene Vlies hatten wir nie«, antwortete Eunöes.
Mein Vater musste es König Peleus überlassen. Hektor hielt mir einen Finger an die Lippen, um sie zu schließen. Ich verstehe schon, Andromache, warum du dich mit Callisto angefreundet hast, sagte er. Ihr seid beide wie Quecksilber. Quecksilber ist ein Metall, das ich nur einige Male gesehen habe. Es ist flüssig, wie Honig, und es stammt aus dem hässlichsten Stein, den es überhaupt gibt, dem Zinnober. Aus Zinnober wird Scharlachrot gewonnen, diese wunderschöne, dunkle Farbe. Quecksilber dagegen ist einfach eine Kuriosität. Wenn man es auf einen Teller fließen lässt, dann verläuft es wie Wasser. Doch wenn man mit einem Stöckchen darauf schlägt, dann teilt es sich in glänzende Perlen auf. Man kann sie nicht hochheben, aber wenn man sie zueinander rollt, schließen sie sich wieder zusammen. Ich weiß ja nicht so recht, ob ich mit Quecksilber verglichen werden möchte, sagte Andromache. Das ist schließlich ein Gift. Wenn man es ins Getreide gießt, dann fressen es die Ratten und sterben. So war das nicht gemeint, sagte Hektor. Ich wollte sagen, du und deine neue Freundin, ihr besteht ganz aus Gesang und Bewegung. Und ihr funkelt wie Silber. Wunderschön. Er berührte ihre Wange, als sei sie das Wertvollste auf der ganzen Welt. Und mein Herz tat weh, so sehr wünschte ich mir auch eines Tages eine solche Liebe zu erfahren. Komm, Callisto, sagte Ornios, der Hektor die Möglichkeit geben wollte, mit Andromache allein zu sein. Ich bring dir das Reiten bei. Ich überprüfte den Knoten unter meinem Kinn. Schließlich durfte mir die Perücke nicht vom Kopf fliegen, während wir über die Ebene vor Troja flogen. Hektor bückte sich und hielt seine beiden Hände aneinander. Ornios setzte einen Fuß auf diese Trittleiter aus Fingern, zog sich nach oben, während Hektor ihn anhob und saß auf dem Pferd. Ich wollte seinem Beispiel folgen, doch Hektor legte seine riesigen Hände um meine Taille, hob mich wie eine Puppe hoch und setzte mich seitwärts in Ornios Arme. Ich hätte gern quer über dem Pferd gesessen wie Ornios, aber ich trug ja keinen geteilten Kittel. Ornios wickelte uns beide in seinen Umhang und ich saß geborgen in diesem Zelt, das von seiner Brust und dem Umhang gebildet wurde. Er drückte meine Finger in die weiche weiße Mähne der Stute und packte dann den Lederriemen, der durch das Maul des Pferdes gezogen war. »Kann die Stute das Leder nicht durchbeißen?«, fragte ich. »Doch«, sagte er, »und deshalb ist das in ihrem Maul kein Leder. Dort liegt ein Bronzezylinder. Den hat sie nicht so schnell durch.« »Ich würde nicht gern darauf beißen müssen. Wie fühlt sich das auf der Zunge an?«, fragte ich und verzog das Gesicht. Ich spürte unter mir sein Lachen. »Das weiß ich nicht. Ich nehme an, so wie eine Messerspitze, wenn du ein Stück Fleisch in den Mund steckst. Vielleicht probieren wir das aus, wenn wir wieder im Stall sind.« Eine Zeit lang ritten wir langsam dahin, dann wurden wir schneller und galoppierten schließlich über die weite Ebene. Die vier Hufe des Pferdes schlugen einen wundervollen Rhythmus. Es war erstaunlich laut. Die ganze Welt würde von unserem Kommen unterrichtet werden. Aber niemand hörte uns. Die Welt bestand aus drei Wesen, einem König, einem Mädchen und einem Pferd. Der Wind strömte durch die Mähne des Pferdes, wie ein Fluss bergab strömt. Ich musste vorsichtig atmen, um nicht an der Luft zu ersticken, die dabei in meine Lunge geschleudert wurde. Die Erde jagte in beängstigendem Tempo unter uns dahin. Ornios hielt sich mit den Muskeln seiner Oberschenkel fest und presste sie gegen die breiten Flanken des Pferdes. Ich hätte für immer in seinen Armen sitzen und die Geschwindigkeit auskosten mögen. Aber endlich brachte er Taube in einen langsamen Schritt und ließ sie eine langsame, weite Kurve beschreiten. Und dann schauten wir zurück auf die Stadt Troja. Die Flaggen und Wimpel standen gerade im Wind, wie rote und goldene Stickerei auf dem Himmelstuch. »Danke, mein König«, flüsterte ich. »Vielen, vielen Dank.« Ich habe Glück mit meinen Königen gehabt. Nikandros, Menelaus und jetzt Ornios, der mich auf einem Pferd reiten lässt. Ornios glitt vom Pferd und ließ mich allein auf dessen Rücken sitzen. Er führte es ein wenig umher und ich schwang mein Bein auf die andere Seite und saß rittlings da, wo ich an meinem Kleid zog, um mich zu bedecken. Das gelang mir nicht ganz. Ornios schaute meine von den Oberschenkeln abwärts nackten Beine an. Er wandte sich nicht ab. Dann blieb er stehen und die Stute folgte seinem Beispiel. Ich streckte die Arme aus und erhob mich von ihrem Rücken, setzte mich aber nicht ab. Er hielt meine Taille fest, schwenkte mich im Kreis durch die Luft und küsste mich. Ich war noch nie geküsst worden. Ich hatte nicht gewusst, dass ein Kuss uns so rasch mitreißen kann wie ein Rennpferd. Ich keuchte und schluckte und leckte meine Lippen dort, wo seine mich berührt hatten, und er küsste mich noch einmal und stellte mich dann ab.
Ich wusste nicht, dass ich alt genug bin, um geküsst zu werden, sagte ich unsicher. Du bist alt genug. Er wickelte mir die Pferdezügel um das Handgelenk. Über weichen Boden gingen wir zurück zur Stadt und meine Hand lag weich in seiner und mein Herz war verwirrt. Er sagte, »Erzähl mir von Sifnos, Prinzessin. Ich weiß nur, dass es eine reiche Insel ist, eine Goldinsel.« Ich erzählte von den Klippen, die Steine aus Blut hatten, und von halbmondförmigen Stränden. Ich erzählte von Petras Blumen und von Nikandros Bergwerksfachleuten. Ich erzählte von Setang, dem kleinen Hund, den ich nur so kurze Zeit gehabt hatte. Doch in dieser Version hatte ich ihn auf Sifnos verloren. Ich erzählte von meiner Göttin und von meinem Zimmer in Amyklai und dem Entschluss, den Bia und ich gefasst hatten, als Xanthus an unserer Tür geklopft und ich mich in den Mantel und die Kapuze von Hermione gehüllt hatte. »Was für ein Mut«, sagte er, »Helena zu trotzen, dich als Prinzessin Hermione auszugeben.« »Kein Wunder, dass sie dich verabscheut.« Er drehte meine Hand um und ließ seinen Finger über die Linien fahren. »Sieh mal, was in deiner Hand steht. Du hast einen Zauber, Callisto«, sagte er mit leiser Stimme. Wir sprachen beide so leise, als ob wir Geheimnisse austauschten. Oder Herzen. »Das hat Petra auch gesagt«, flüsterte ich, »dass ich einen starken Zauber habe.« Er schaute mich verwundert an. »Du nennst deine Mutter die Königin mit Vornamen?« Meine Hand in seiner wurde kalt. Meine Wangen liefen glühend rot an und mein Mund war wie ausgedörrt. Ich hatte so viele Menschen angelogen. Und ich wünschte mir so sehr, ich könnte guten Menschen wie Eunius, Andromache, Hektor die Wahrheit sagen. »Ich habe viele Mütter gehabt, mein König«, sagte ich endlich. »Ich hatte Glück mit meinen Müttern.« »Ich beneide dich«, sagte er. »Ich hatte mit meiner Mutter kein Glück.« Dann erzählte er mir von seiner Mutter, der Königin, gegen die Helena weich und nachgiebig wirkte. Bei seinen Geschichten wurde mir schwindlig, vor hilflosem Entsetzen, und wir mussten trotzdem lachen und das Pferd wieherte und schien die Sache ebenfalls witzig zu finden. Aber solange wir auch weitergingen, am Ende waren wir doch am Ziel. Wieder standen wir vor Hektor und Andromache. »Du hast mir sehr viel Stoff zum Nachdenken gegeben, meine Liebe«, sagte Hektor und ließ Andromaches Hand los. »Aber jetzt geh in den Palast zurück. Die Tage werden kälter. Sehr bald wird es Winter sein, glaube ich. Ihr beide seid nicht warm genug angezogen.« Er schaute mich besorgt an. »Du bist nicht so viel geritten, wie ich erwartet hatte. Hat es keinen Spaß gemacht?« Mein Lächeln bedeckte mein ganzes Gesicht. Hektor hob die Augenbrauen und sah Eunius an und Andromache kicherte. »Es hat Spaß gemacht«, sagte ich, und wieder wurden meine Wangen rot, diesmal aber nicht vor Furcht. Die echte Calliste und ich hatten, wenn wir mit ihren Puppen spielten, oft so getan, als ob wir uns eines Tages verlieben würden. Wir sprachen über Jungen, von denen wir nur wenig wussten. Ich erzählte der Prinzessin, was ich bei den Hirten beobachtet hatte, und das klang nicht gerade verheißungsvoll, aber sie sagte hoffnungsvoll, »Aber ein Prinz ist bestimmt anders.« Und sie hatte recht. Ein Prinz war anders. Aber ich musste an einen anderen Prinzen denken. Ein Morgen im Palast von Troja bedeutete, dass Hunderte von Fellen und Decken aufgerollt und unter Bänken auf Regalbrettern und Unterbetten verstaut werden mussten. Am Morgen nach meinem Ritt in Eunius' Armen trödelte ich herum, bis die drei Prinzessinnen und ihre Dienerinnen den Raum verlassen hatten. An den meisten Fenstern wurden jetzt Winterblenden angebracht. Die ersten Tage in einer stockdunklen Halle können durchaus lustig sein. Alle werden wieder zu Kindern und spielen Verstecken oder blinde Kuh. Wir mussten uns die Hallen einprägen, in denen keine Fackeln benutzt wurden. Und dort, wo es Fackeln gab, wurden sie zu Beginn des Winters noch nicht angezündet. Das wäre Vergeudung des kostbaren Lampenöls gewesen. Leitern und Trittstühle wurden durch die Hallen gezogen, als die Zimmerleute die Blenden anbrachten. Die waren wunderschön gemalt, mit hauchdünnen Blumen in allen Nuancen von Rosa und Rot, aber in dem Moment, in dem sie geschlossen wurden, war es zu dunkel, um diese Muster zu erkennen. Mir blieben nur wenige Augenblicke, bis die Arbeiter auch in unsere Halle kommen würden. Ich durchwühlte die Habseligkeiten der Diener, bis ich einen geteilten Kittel gefunden hatte. In Andromaches Zimmer riss ich mir das Kleid vom Leib und zog den kurzen Kittel über meine Beine. Es war seltsam, an jedem Bein einen Rock zu tragen. Eunos Augen hatten mir gesagt, dass ich schon sehr fraulich geworden war, aber der Kittel bedeckte meine Hüften. Wenn ich meine Sandalen bis zu meinen Knie verschnürte, dann würden die Lederriemen alles verdecken, was ich möglicherweise an wohlgeformten Waden entwickelt hatte. Ich brauchte länger als erwartet, um Mut genug für den nächsten Schritt zu fassen.
Ich habe einen starken Zauber, sagte ich mir. Aber das stimmte nicht. Kein Zauber bringt geschorene Haare zurück. Da hilft nur die Zeit. Ich wickelte meinen Turban auseinander und verstaute ihn vorsichtig in dem aufgerollten Fell. So kurze Haare wie meine waren ungewöhnlich, denn auch Jungen hatten meistens längere, aber sie waren doch nicht auffällig genug, um zu Fragen Anlass zu geben. Ich war jetzt gekleidet und kurzhaarig wie ein Junge. Dann zog ich den einzigen anderen Schatz, den ich neben meiner Meduse besaß, aus meinem Fell. Hermiones Bernsteinkette. Ich band sie auseinander, nahm eine einzelne Perle mit einer einzelnen toten Wespe herunter und band sie wieder zusammen. Ich stellte fest, dass ich doch nicht den Mut hatte, barhäuptig hinauszugehen, auch nicht in dieser Dunkelheit. Ich wühlte weiter in den Schatten und fand die Wollmütze des unbekannten Jungen. Sie war von Motten zerfressen und stank. Sie war perfekt. Zweimal stieß ich mit jemandem zusammen, aber wir baten um Entschuldigung, wie das Sitte ist, wenn die Hallen gerade erst dunkel geworden sind, und ich tastete mich weiter. Auf der Straße war ich einfach nur ein junger Diener, der sich im Wind zusammenkrümmte. Es hatte bereits gefroren. Mir taten die Feldarbeiter leid, die jetzt von den Bäumen gefallenen Oliven auflesen mussten. Wenn ich Pleiß retten könnte, würde irgendein Gott mir verzeihen, dass ich Namen und Leben einer Prinzessin gestohlen hatte? Vermutlich nicht. Wenn eine Gottheit erst einmal wütend ist, dann ist kein Ende abzusehen. Ich verließ die Stadt durch das Gälsche Tor. Das bedeutet einfach links. Ich fragte mich, links wovon? Und deshalb schaute ich mich um, als ich den Weg zum Markt in der Unterstadt gefunden hatte. Es liegt links von einem Angriff, überlegte ich. Wenn ich Menelaus wäre und meine Truppen in der Ebene zusammengezogen hätte. Ich wollte zu König Priamos rennen. »Du hast dein Tor geöffnet«, wollte ich rufen. »Weißt du nicht, was passiert, wenn ein König die Tore offen stehen lässt? Du hast Helena hereingelassen, Helena, die der Zerstörung ihres eigenen Königreiches Tür und Tor geöffnet hat. Wie kannst du so munter behaupten, alle Schwierigkeiten, die sie mit sich bringt, seien dir nur recht, weil ihre Anwesenheit eine solche Ehre bedeutet? Kannst du dir nicht vorstellen, was passieren wird, wenn Menelaus und Agamemnon ein Netz durch deine Stadt ziehen?« Aber er hörte nicht auf seine Tochter Kassandra und er würde nicht auf mich hören. Und obwohl ich mich gerade in Troja verliebte, in Andromache und Hektor, in die schöne Stadt und die weiten Ebenen, in die Pferde auf dem Schwemmland und den silbernen Fluss und, ja, in Oeneus, war ich doch keine Trojanerin. Noch immer galt meine Loyalität Menelaus und Pleiß. Die Zitadelle von Troja war gepflastert, die Unterstadt jedoch nicht. In der Nacht hatte es ein wenig geregnet und alles war verdreckt und bereift. Das Schlimmste am Winter ist der Schmutz. Ich schaute mich auf dem Markt um. Dort wurden nur die Grundnahrungsmittel angeboten. Öl und Essig, getrocknete Erbsen und Linsen, Mehl und Honig. Kein frisches Gemüse mit Ausnahme von Zwiebeln und Porree. Keine Blumen, kein Obst. Käse natürlich und Schafsjoghurt, den ich am liebsten esse. Plötzlich kam mir eine scharfe Erinnerung an meine Heimatinsel. Dort hatte es Beeren gegeben, die dunkel und saftig und süß gewesen waren. Meine Mutter hatte sie zerdrückt, unter den weichen, dicken Joghurt gerührt und mich mit einem Löffel gefüttert, als sei ich noch zu klein, um selber zu essen. Wir lachten dann und meine Brüder verdrehten die Augen. Ich ließ mir von Setang den Mund sauber lecken und meine Mutter schrie angeekelt auf und damit hatte das Spiel ein Ende. Ich brauchte nur eine Minute, um einen Waffenhändler zu finden. Es war ein dunkler Tag und ich konnte kaum etwas sehen. Ich nahm die Mütze ab. Zum ersten Mal zeigte ich mich mit meinen Haarstoppeln in der Öffentlichkeit. Niemand sah mich an. Alle hatten mit ihren eigenen Angelegenheiten genug zu tun und ich war einfach nur einer von vielen Bauernjungen, die Matsch ausglitten. Die Wurfleine einer Schleuder muss genau die passende Länge zum Arm der Werferin haben. Ich maß einige aus, bis ich die richtige gefunden hatte. »Gute Entscheidung«, sagte der Händler. Ich spürte, dass ich beobachtet wurde. Ich schaute mich aber deshalb nicht um. Ich bin ein ganz normaler Junge, der ganz normale Dinge tut, der sich eine neue Schleuder kauft. Ich habe ziemlich kurze Haare, aber mein Vater passt beim Schneiden nie auf. Er hat zu viel erwischt, so einfach ist das. Ich reichte dem Händler meine Bernsteinperle. Er schüttelte den Kopf. Ist das nicht genug, überlegte ich besorgt. Aber bestimmt. Hör mal, Junge, das ist ein sehr schönes Schmuckstück. Siehst du das Loch, das da hineingebohrt worden ist? Zieh es auf einen Goldfaden und schenk es deiner Freundin. Ich kann das nicht nehmen. Bring mir eine Schale Hammel, einen Topf oder einen Krug Bier und die Schleuder gehört dir. Warum hatte ich keinen gierigen Waffenhändler finden können? Jetzt würde sich der Mann an mich erinnern. Aber ich wollte nicht, dass jemand sich an mich erinnerte. Es bedeutete außerdem, dass ich nicht argumentieren und ihn überreden könnte, die Perle doch noch zu nehmen.
Aber wie sollte ich denn eine Schale Eintopf aus der großen Halle entführen, wo Priamos und seine 50 Söhne und 12 Töchter mit Ehemännern und Frauen und Kindern und Freunden ihre Mahlzeiten einnahmen und mich dann in der Dunkelheit zurück in Andromachas Zimmer schleichen und abermals den geteilten Kittel anziehen? »Ich habe Vertrauen zu dir«, sagte der Händler. »Nimm die Schleuder mit. Bezahlen kannst du später.« »Ich hatte keine Wahl.« »Danke«, sagte ich düster. Ich drehte mich um und spürte die Blicke am ganzen Leib. Ich kam mir sehr nackt vor. Ich öffnete die Mütze und wollte sie aufsetzen, doch dann stolperte ich über ein zitterndes gelbes Hundebaby, das vor meinen Füßen lag. Es war eine einsame kleine Hündin, die frierend im Schlamm saß und ein leises wimmerndes Gebell ausstieß. Ich hob sie hoch und küsste ihre niedliche, gerunzelte Stirn. Ihre großen braunen Augen schauten mich an, und sie schmiegte sich an mich, wie nur ein Hundebaby das kann. Sie war warm und weich und wollte in den Arm genommen werden. Sie hatte ein langes gelbes Fell und einen weißen Bauch und weiche Schlappohren. »Oh«, sagte ich und war schon in sie verliebt. Sie leckte mein Gesicht, aber sie war sehr jung und sehr müde, und sie seufzte in meinen Arm und schlief ein. Und dann sagte neben mir die Stimme von Oinos, des Königs von Lemnos. »Was für ein glückliches Tier. Ich glaube, du bist die Herrin, auf die sie gewartet hat.« Ich schaute auf. Fast hätte ich den Hund fallen lassen. Mir traten Tränen in die Augen. Er hatte mich ohne Haare gesehen. Ausgerechnet er. »Und die schwarzen Haare von gestern?« fragte Oinos. Er lachte mich an. »Ich hatte Fieber. Meine Haare mussten abgeschnitten werden.« Andromache hat mir gestern etwas gegeben, das Perücke genannt wird. Ich habe eigentlich gar keine schwarzen Haare. »Das sehe ich«, sagte Oinos. Er legte seine Handfläche auf meine Stoppeln und glättete sie. Sie richteten sich sofort wieder auf. »Ich würde das rote Haare nennen, Callisto.« Ich konnte es nicht ertragen. Jetzt hatte ich mir gerade erst eingeredet, dass ich zur Frau wurde, weich und kurvig und begehrenswert. Und hier stand ich, kahl und stoppelig und lächerlich. »Ich muss jetzt los«, sagte ich verzweifelt. »Ohne die Schleuder auszuprobieren?« Oinos konnte seine Belustigung nicht verbergen. »Warum gehen wir nicht zum Strand und suchen uns ein paar passende Steine? Ich habe einen Beutel, den du benutzen kannst. Ja, übrigens, ich kann auch dem Händler sein Bier geben. Dann brauchst du nicht mehr herzukommen.« Ich konnte nicht denken. Vielleicht kannte Cassandra dieses Gefühl. Nur Wind im Gehirn. »Der Hund«, sagte ich, »gehört dir. Als du Setang beschrieben hast, wusste ich sofort, wie mein erstes Geschenk für dich aussehen würde. Prinz Daiphobos hat eine wundervolle Jagdhündin, die schön und klug ist. Sie hat vor einigen Monaten geworfen, und der Prinz hat sich darüber gefreut, dass für diese Kleine ein Zuhause gefunden ist. Oinos schenkte mir einen Hund als Ersatz für Setang. Meine Tränen strömten nur so, und ich konnte sie nicht abwischen, weil ich den Hund in den Arm hielt. Ich gab auf und schluchzte los. »Bitte nicht weinen«, sagte Oinos entsetzt. »Es tut mir leid. Ich habe gesehen, wie du als Stalljunge verkleidet aus dem Palast geschlichen bist. Ich dachte, du wolltest allein reiten, und das konnte ich doch nicht zulassen. Es ist nämlich ziemlich gefährlich, wenn man sich damit noch nicht auskennt. Und deshalb bin ich dir gefolgt, und dann hast du dir diese Mütze vom Kopf gerissen und hattest kurze Haare. Callisto, bitte nicht weinen.« »Ich dachte, niemand würde mich bemerken. Ich dachte, ein einfacher Junge würde in der Menge verschwinden, und...« Er lachte. »Du bist aber kein einfacher Junge, Callisto. Du bist ein schönes Mädchen in einer außergewöhnlichen Verkleidung. Deine kurzen Haare sind eine Überraschung, aber sie betonen dein feines Profil und deine königliche Herkunft.« Ich vergrub mein Profil im gelben Hundefell und trocknete dort auch meine Tränen. »Ich weiß nicht, ob ich einen Hund haben darf«, sagte ich dann. »Ich muss erst fragen, ob Andromache und die anderen Prinzessinnen nichts dagegen haben.« »Na gut, dann behalte ich sie, bis ich Troja verlasse.« »Du willst Troja verlassen?« Er nickte. »Ich bin ohnehin schon zu lange hier. Aber Lemnos ist nur einen halben Tag entfernt. Ich warte auf den perfekten Tag und der Herbst wird uns noch so viele davon bringen. Und dann fahre ich los.« »Und bleibst den ganzen Winter fort?« flüsterte ich. Er öffnete die alte Wollmütze mit seinen gespreizten Fingern und schüttelte angesichts der Mottenlöcher und der aufrüffelnden Fäden den Kopf. Dann glättete er meine Haare, als sei das wichtig, und setzte mir die Mütze vorsichtig auf. »Den ganzen Winter«, wiederholte er dann. »Aber komm jetzt. Der Strand ist nur ein paar Schritte entfernt. Wir suchen uns ein oder zwei Steine, und dann kannst du mir zeigen, wie gut du mit der Schleuder umgehst. Du bist eine bemerkenswerte Prinzessin, Callisto.«
Bitte, sag niemandem etwas von meinem kurzen Haar. Nein, würde ich niemals tun. Schon gar nicht in Troja. Und der Turban sieht hinreißend aus, was ich über die Mütze nun nicht gerade behaupten kann. Wenn wir uns im Frühling wiedersehen, wirst du lange Haare haben. Wieder gingen wir langsam nebeneinander her. Den kleinen Hund, der immer noch schlief, trugen wir abwechselnd. Ornios sagte vorsichtig, »Ich glaube, es wird Krieg geben, Callisto. Menelaus wird sich zu seinem Bruder begeben, zu Agamemnon, dem Herrn der weiten verstreuten Länder. Menelaus wird alle Fürsten, die den Eid des Pferdeblutes abgelegt haben, auffordern, ihn zu unterstützen. Im Frühling werden sie angreifen. Hektor und ich haben viel darüber gesprochen. Aber sag mir, kleine Prinzessin, warum triffst du Vorbereitungen? Was hast du mit der Schleuder vor?« Ich konnte ihm nicht sagen, was ich mit der Schleuder vorhatte, weil ich es nicht wusste. Ich wollte nicht auf die Stelle zwischen Paris oder zwischen Helenas Augen zielen. Ich wollte Pleiß auch nicht wie ein verwirrtes Schaf vor mir hertreiben. Aber ich wollte die Möglichkeit dazu haben. Ich murmelte die alberne Erklärung, die ich Aetiolos und Maraphios aufgetischt hatte, über meinen Vater, den König, der mich wie einen Jungen erzogen hatte, nachdem 5 Söhne in den Mauern bestattet worden waren. Und dann platzte ich mit der Frage heraus. »Wirst du zu Troja halten, Eunus? Sag es mir, ich weiß nämlich nicht, was ich tun soll. Alle hier sind so gut zu mir, aber Menelaus hat mich gerettet. Er hat mir vertraut, obwohl ich das nicht verdient habe, und ich liebe seinen Sohn, den kleinen Prinzen.« »Es ist schwer«, gab Eunus zu. »Hektor will, dass ich mich für Troja erkläre. Ich will neutral bleiben. Er sagt, im Krieg gibt es keine Neutralität.« Ich hatte gesehen, wie mein König von hinten erstochen worden war. Ich hatte gesehen, wie eine Königin über den Leichnam ihres Mannes schreiten musste. Ich hatte gesehen, wie Pyrrhos gestorben war, während die Hunde seine Eingeweide fraßen. Ich hatte den König von Sidon wie eine Lumpenpuppe über seinen Tisch liegen sehen. Und das war noch nicht einmal ein Krieg gewesen, sondern nur ein Überfall. Ich hatte schreckliche Angst vor dem Krieg. Aitra sagt, Helena sei von Wahnsinn, Hass, rotem Tod und jedem faulen Gift des Himmels gezeugt worden. Eunus lachte jetzt wieder. So schlimm kann sie ja doch nicht sein. Aber da irrte er sich. Ich öffnete schon den Mund, um Eunus anzuflehen, er solle Pleiß mitnehmen, wenn er Troja verließ. Wenn Eunus neutral blieb, dann würde Menelaus in seinem Hafen Pause machen. Eunus könnte... Aber wenn Eunus Helenas Sohn mitnehme, dann wäre er nicht mehr neutral, dann könnte er auch gleich mit Menelaus ein Bündnis eingehen. Hektor würde Eunus hassen. Das würde nicht nur ihre Freundschaft beenden, sondern könnte auch zu einem Krieg zwischen Eunus und Troja führen, statt zwischen Menelaus und Troja. »Was ist los, kleine Prinzessin?« fragte der König von Lemnos mit ernster Stimme. »Helena hasst Hunde. Sie haaren und haben Flöhe und machen alles schmutzig. Eunus, diese kleine Hündin liebe ich jetzt schon. Ich möchte sie in diesem Winter bei mir haben, damit sie mein Herz und meine Füße wärmt, aber das geht nicht. Würdest du sie für mich aufbewahren? Und wenn du im Frühling wieder herkommst, würdest du sie dann mitbringen?« Er starrte in das kalte graue Wetter der Bucht hinaus. »Von hier aus können wir meine Insel nicht sehen«, sagte er. »Aber Cassandra kann das, oben von ihrem Gefängnis aus.« »Ja, ich nehme die Kleine mit, Callisto. Nur musst du ihr einen Namen geben.« »Den wusste ich schon.« »Antas.« »Blume«, wiederholte er. »Perfekt.« Wir kamen nicht dazu, die Schleuder auszuprobieren. Er zeigte mir andere Dinge, die ebenfalls perfekt waren, und als wir uns verabschiedeten, drückte ich ihm die Bernsteinperle in die Hand und schloss seine Finger darum, und wir wussten beide, dass er im Frühling vielleicht nicht kommen würde, denn der Krieg könnte ihn überholen. Der nächste Morgen zog klar und sonnig und warm herauf. Eunios entschloss sich zur Abreise, denn es war richtiges Segelwetter. Hektor rief Andromache und mich zu sich, damit wir uns vom König von Lemnos verabschiedeten. Eunus war von einem Dutzend von Priamos Söhnen umgeben, von Prinzen, die versuchten, ihm die Neutralität auszureden und ihn auf Trojas Seite zu ziehen. Es war ein Abschied unter Soldaten, geprägt von Angeboten und Zorn. Es gab keinen Platz für eine erste Liebe. Ich konnte nur zum Abschied winken, denn nicht einmal Andromache wusste, was sich zwischen uns entwickelt hatte. Ich wünschte, ich hätte daran gedacht, Eunus von wahren Zähltafeln zu erzählen. Ich wünschte, ich könnte auch über das Herz solche Tafeln anlegen. Aber selbst wenn das möglich wäre, so fuhren im Winter doch keine Schiffe und ich könnte ihm keine Tontafel zum Beweis schicken. Eine Woche darauf kam der Schnee. Der Berg Ida war verhüllt wie ein riesiger Leichnam, der auf die Beerdigung wartet. Schneewehen bedeckten die salzige Brandung und die Brecher stöhnten unter dem schweren Schneeregen.
Um eine Stadt, die sich über den harten Winter Sorgen machte, zu beruhigen, hielt König Priamos ein Bankett ab. Auch Cassandra durfte daran teilnehmen. »Priamos findet es schrecklich, sie einsperren zu müssen«, sagte Andromache mir unter vier Augen. »Und Hektor findet es noch viel schrecklicher, denn er liebt seine Schwester.« Ich hatte Cassandra noch nicht gesehen und stellte mir krumme Zähne vor, wie bei einem hungrigen Tier, fettige Haare und ausgehungerte Augen. Doch Cassandra war schön. So schön wie Helena, wenn auch nicht wie Honig und Gewürze. Sie war so schön wie der Schnee in der Dunkelheit. Cassandra saß neben ihren Eltern, die dafür sorgten, dass alle ihre Wünsche erfüllt wurden. Sie versuchte, sie mit Leckerbissen zu bestechen, dachte ich. Cassandra betrachtete die anderen Gäste wie ein kleines Mädchen ihre Amme, wenn es auf den Arm genommen werden und kuscheln möchte. Aber niemand berührte Cassandra. Niemand sprach mit ihr. Die meisten Menschen sahen durch sie hindurch, wie durch ein Stück leeren Raum. »Ich gehe zu ihr«, sagte ich. »Ich rede mit ihr.« »Nein, tu das nicht, Callisto«, sagte Hektor. »Du weißt nicht, was sie dann sagt.« Mägde warfen Holzscheite, die sich mit trockenem Baumsaft vollgesogen hatten, ins Feuer. Das prasselte und fauchte. Ein dressierter Bär und ein zahmer Leopard wurden vorgeführt. Jongleure spielten mit geschnitzten lila Bällen. Auf einem großen Steintisch tanzten winzige Mädchen und bogen dabei den Rücken nach hinten, als ob sie kein Rückgrat besäßen. Ein Dichter legte, ohne nachzudenken, seine Leier in Cassandras Reichweite ab, und die für den Göttern auserwählte Prinzessin griff danach. Hektor schnappte nach Luft, dann lief er hinüber, um ihr die Leier abzunehmen. »Meine heilige Schwester«, sagte er mit sanfter Stimme, »gib mir die Saiten.« Sie sah ihn nicht einmal an. Er wollte ihr die Leier nicht entreißen, und deshalb blieb er ratlos vor ihr stehen. »Ich habe in meinem Leben viele schöne Stimmen gehört, aber keine kann sich mit Cassandras messen. Die Noten flogen nur so von ihren Fingern, ihre Stimme schlang sich wie Efeu um 50 Prinzen und deren Frauen, fesselte die Hände der Wachtposten und ließ den Schritt eines Königs erstarren.« »Der Klang der Freude hat die Erde verlassen. Der Altar verliert seine Flamme. Der Kranz fällt von der Tür. Mondschein bricht wie Gebein. Die Braut des Zorns schließt alle Kehlen auf. Der Sturm ihres Kommens bedeutet 10 Jahre der Qual. Singt den Fluch über Helena. Helena glühte vor Wut. Sie riss Cassandra die Leier aus den Fingern, schleuderte sie zu Boden und trampelte darauf herum, um das Lied für immer zum Verstummen zu bringen. Cassandra sang weiter, das entsetzliche Lied floss wie Wasser über ihre Lippen. Helenas Hand traf Cassandras elfenbeinweiße Wange. Das Lied verstummte. Als sie ihren Zorn unter Kontrolle gebracht hatte, verwandelte Helena sich zurück in einen Schwan. Sie glitt zu Priamos und nahm die Hand des Königs in ihre. »Lieber Vater, ich stelle diese Bitte als neue Braut, als noch immer Fremde. Ich bitte darum, dass dieses Wesen in seinem heiligen Entsetzen von mir entfernt wird. Lass diese krächzende Möwe in Einsamkeit einschließen, denn der Klang der Freude ist nicht gebrochen. Die Freude beginnt in Wirklichkeit erst heute, denn ich bringe frohe Nachricht. Ich erwarte das Kind des Paris. Im Frühling werde ich dein Haus durch unseren Sohn ehren.« Der Saal brach in Lachen und Jubelrufe aus. Weinbecher wurden gehoben und Glückwünsche gebrüllt, so als habe Helena nicht eben erst eine Prinzessin geschlagen. Als habe sie nicht eben erst ein Instrument zerbrochen, wie ein eifersüchtiges Kind ein fremdes Spielzeug zerstört, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Helena segelte auf dem Meer von Trojas Bewunderung. Der König gab den Wächtern ein Zeichen, Cassandra vorzubringen. Die Soldaten waren nervös und wollten die wahnsinnige Prinzessin nicht abführen. Sie wollten, dass sie freiwillig die Halle verließ. Sie murmelten ihr etwas zu, aber Cassandra stellte sich taub. Hektor seufzte. »Bleib hier, Andromache«, sagte er leise. »Du auch, Callisto.« Er bewegte sich durch die Menge, um die Hand seiner Schwester zu nehmen.
Er war so massiv, dass der Berg seines schwarzen Bartes und seine breiten Schultern sogar in dieser Soldatenmenge sichtbar wurden. Er würde kein Schwert und kein Speer brauchen, um einen Menschen zu töten. Er könnte einen Schädel so leicht zerdrücken, wie ich die leere Schale eines Vogeleis. Er könnte einen Schädel so leicht zerdrücken, wie ich die leere Schale eines Vogeleis. Und doch war es Cassandra, vor der die Menschen sich fürchteten. Bei mir war das anders. Ich hatte Angst vor Helena.